Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Long Journey Home. Eine weitere Folge, neue Aufnahmesession. Ich werde so ein bis zwei Folgen machen. Mir fehlt im Moment einfach die Zeit. Ich hatte vorher die ganze Zeit Urlaub, deswegen schaffe ich es im Moment nicht regelmäßig Videos aufzunehmen. Aber wir sind noch mitten in der Mission und deswegen gehen wir auf Fortsetzen. Es kam übrigens ein Update, der das Spiel ein bisschen leichter macht. Es gibt so einen Story-Modus oder sowas. Und den werden wir erst ausprobieren, wenn wir kaputt sind, was schneller gehen kann, als wir vielleicht erwarten. So, wir gehen auf Fortsetzen und starten wieder in das Spiel rein. Ach ja, The Long Journey Home. Gehasst, geliebt. Wir sind übrigens fast kaputt. Und, aha. Guten Tag, auf Abfangkurs. Ich bin begeistert. Hi. Na? Ach ja. Ja, ich Kontakt. Notenpunkte. Genau, es gibt ein bisschen was an Tutorials. 10 Kröten will er haben. Wir haben 58. Du kriegst von mir Bares. Mit dir kämpfe ich eh nicht. Ja, genau. Erpresser seid ihr alle. Alles Erpresser. Geh weg, du. Ekelhaftes Ding. Du kannst die Steuerung des Schiffs in den Optionen ändern. Was? Tutorial-Hinweise. Ist sie zurückgesetzt durch das Update? Hm, weiß man nicht. Gut, mach's gut. Ekelhafte Sounds, oder? Bloß weg hier. So, wir bräuchten eigentlich ein bisschen Antrieb. Das Thema ist jetzt folgendes. Ich drehe mal kurz um. Wir haben... nicht Antrieb, wir bräuchten... Oh, nicht euer Ernst. Kommt jetzt der Nächste? Will jetzt jeder seinen Weg zoll? Schaues Fleisch, Blut, Bares. Ja, du kriegst auch noch Bares. Habe ich jetzt bald jeden hier bezahlt? Falls immer pleite. Gut, warte mal. Wir haben ungefähr 5 Gegner in dem Sektor. A10 Credits. Kriegen wir hin. So, folgendes. Wir brauchen was zum Reparieren und wir brauchen Schipperit, den ich jetzt gerade durch das Gegenboosten schön mal an der Sonne aufladen, ich weiß. Aber mit meinem, mit meiner Health, ist ganz schön schwierig. Bin ich hier schon mal gelandet? Tödlich. Ja. Mhm. Gut, weißt du was? Wir schweben einmal rum, um hier Mr. Saturn-Imitator. War das Saturn, oder? Mit dem Ring. Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Gut, das wäre auch nicht schlimm, weil seid ihr ja gewohnt. Das ist ein weißer Riese, würde ich sagen, oder? Ein weißer Riese Megaperls. So. Sag mal. Was mache ich denn? Mal jetzt. Das gute alte Ping-Pong-Spiel. Gleich habe ich keinen Sprit mehr. Guck. 6, 4, 3, 2, 1. Oh, noch gelangt. Temperatur sengend und es gibt Metall. Ach komm her, scheiß drauf, ich probiere es. Guck mal, wie unser Schiff schon aussieht. Total verkohlt. Wahrscheinlich können wir sowieso demnächst neu starten. Naja, dann können wir mal den Story-Modus ausprobieren. Dann kommen wir vielleicht weiter. Genau, geh einfach mal kaputt. Geh einfach mal kaputt, ist klar. Hitzewarnung. Jo. Ist ja nicht so schlimm. Hä, was war denn das? Ist doch auch neu hier, diese Lenk-Dinger. Oh. Ach so, da soll man... Wie stark man einlenkt, ne? Ja. Oh. Dreh mal. Esch hat Verbrennung. Wieso drehst du dich nicht? Okay. Hitzewarnung. Verreckt der dann auch in dem Raumschiff? Gute Frage. Wollen wir das rausfinden? Weiß ich nicht. Der verglüht jetzt da nicht und ist wie so eine kleine vertrocknete Rosine. Da in seinem Raumschiff drin.
Okay, vergiss es. Weg hier. Ich weiß gar nicht auch, wie viel Verbrennung der eigentlich hat. Wir müssen gleich mal die Crew checken. Nicht, dass der hier x Dinger hat. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was dabei habe. Oh Gott, das Schiff sieht aus. Leck mich schon der Föß. So, schauen wir erstmal. Ja. Und vielleicht die Tutorials. Ausmachen. So. Ich wollte erstmal die Quartiere gucken. Darf ich jetzt da rein? Ja. Und wieso ist denn die Tutorials halt wieder? Ach du Scheiße, ja. Ich werde auf jeden Fall ihm das Landemodul zuweisen. Wir gucken mal im Labor. Wieso sind die ganzen Tutorials an? Können wir das mal erfahren? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Ash. Das Ding kann alles. Was Ding kann das? Jetzt ist die Frage, was das Ding. Das sind Knochenbrüche. Probier's. Einmal Verbrennung oder alles? Moment. Das hast du alles geheilt. Das ist ja ein geiles Ding. Okay, der war, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Das ist gut. Okay, sehr gut. Gleich mache ich sie aus. Landemodul. Defekt. Das finde ich übrigens ziemlich blöd, dass diese. Dass praktisch diese ganzen Sachen random kaputt gehen. Ich würde irgendwie. Ja, bevorzugen, dass wenn du auf dem Planeten aufschlägst, irgendwas kaputt geht, aber naja. So, was machen wir denn? Schiff ganz oder den Lander? Also hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug reintackern. Ich meine, ohne Schiff gibt es kein Lander, ne? Ja, es kam übrigens als Hinweis, ich soll doch die Ressourcen verwenden, also die Ressourcen lieber verkaufen, anstatt hier immer die zur Reparatur einzusetzen, zum Beispiel Gold und was ich da alles schon in Äther gejagt habe. Ist der eigentlich nicht so schlimm wie die Mitte, weil er grau ist? Warte mal. Ich probiere mal hier dran aufzuladen. Mal gucken. Hat er überhaupt Auflader? Ja. Sobald ich voll bin, pusten wir hier weg. Alleine, weil die hier alle rot sind und böse. Pusten wir in den nächsten Sektor. So, da ist ein Tor und da gibt es auch Sachen. Wir haben gar keine Kohle, gell? Ja, das nächste beschädigt natürlich. Thema. Doch gar kein Problem. Danke, Spiel. So, das überlege ich gerade. Treibstoffwarnung. Wir müssen irgendwas holen, um dort gegebenenfalls zu handeln. Also an der Station oben, meine ich. So, mal gucken, wo wir da ankommen. 1,9, 1,8. Wir werden abgebremst oder wir bremsen leicht ab. Ich habe übrigens heute Bericht gelesen, ich habe einen Bericht gelesen auf der GameStar, ein User-Review über dieses Spiel. Es ist weniger positiv ausgefallen. Aber was ich da ganz interessant fand, in dem Zusammenhang habe ich halt einfach nochmal geguckt, weil da von Star Control so geschwärmt worden ist. Was ja einige von euch auch schon im Stream erwähnt haben, dass das auf jeden Fall, man sich das mal angucken soll. Das ist halt ein Klassiker irgendwie aus den 90ern. Das würde Treibstoff bringen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Den werde ich jetzt holen. Mit meinem verkohlten Länder. Und da in dem Zug habe ich gesehen, dass Star Control Origin angemeldet ist. Oder ja, in der Mache ist und soll Ende des Jahres kommen. Beziehungsweise zweite Quartal, vierte Quartal 2017. Da bin ich mal sehr gespannt. Das sah ganz cool aus und das hat anscheinend diesen Original Star Control Flair. Ich habe Star Control nie gespielt, muss ich dazu sagen. Das war was, was mir abgegangen ist. Und die alten Teile, boah, ich bin zwar keiner, der voll auf Grafik steht und lieber auf Spielprinzip. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu oldschool. Also dazu habe ich zu viele andere Spiele, die ich geil finde. So, irgendjemand sagte, warte mal, das probieren wir jetzt mal aus. Man könnte auf dem Ding landen.
Genau, das war's nicht. Na gut, das ist halt ziemlich klein, die Landefläche. Okay, probieren das einfach. Scheiß drauf. Komm, was haben wir zu verlieren? Wenn nicht, fangen wir neu an, ne? Aber ich probiere es nicht. Ich glaube, ich schwebe da drüber. Das kostet mich weniger. Ist aber nicht viel drin in dem Ding, oder? Ja, was vor allem in dem Test dort durch den User bemängelt worden ist, ist die Steuerung, dass die so feinfühlig und schwierig wäre. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Also man muss auch ein bisschen... Ah, jetzt. Ah, da geht aber der... Nee, ich kann darauf landen, bringt nichts, weil ich die Gase nicht einsammeln kann. Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, auf jeden Fall Star Control Origins. Bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Ab wann ist dieser scheiß Vulkan leer? Wenn es nicht mehr so stark qualmt, oder? Kann das sein? Oh. Nochmal mal, bis die Treibstoffwarnung kommt. Hier sind ja keine anderen Gefahren. Gut, Schiff nimmt ein bisschen Schaden. Um einen noch wenigstens. Ist da noch einer drin? Ist da noch Gas drin? Komm, nimm das. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Star Control gespielt hat. Das würde mich echt mal interessieren. Ich meine, das Spiel ist in den 90ern. Von daher ist die Chance wahrscheinlich relativ gering. Okay, leck mich am Arsch, bin weg. Jetzt gibt es gleich eine Treibstoffwarnung. Ich glaube, jeder Knall bringt meinem Schiff auch wieder Schaden. Also ich persönlich, nochmal, das will ich auch nochmal relativieren, genau. Meine Meinung zu The Long Journey Home, ich finde The Long Journey Home wirklich gut. Ich mag's, wenn das Spiel rau ist, ne? Und es ist. Hätte ich es doch verkaufen sollen? Wir heben mir die zweimal auf, das langt uns, um zu der Station zu kommen. Ich finde das Spiel gut, ich mag's, also ich spiel's gerne. Und ich mag den Stil, ich mag den Humor und so weiter. Steuerung ist schwierig, aber das finde ich jetzt weniger das Problem. Ich meine, man weiß halt, dass es schwierig werden kann. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das finde ich jetzt weniger schlimm. Wobei das halt schon viele abhält, also ne, das Spiel überhaupt zu spielen, weil sie sagen, oh, die Steuerung ist mir zu schwierig. Aber nennen sie mal herausfordernd. So, da gibt es Mineralien. Ich glaube, die hole ich mir. Und dann fliege ich zu der Station runter. Und werde mit den Materialien handeln. Das lohnt sich alles gar nicht. Oh, da können wir... Oh, wir können was erforschen. Jetzt hoffe ich nur, dass das keine Station ist, weil sonst darf ich hier nämlich nicht die... die Materialien abbauen, die hier sind. Das sieht nicht so aus. Es sieht eher nach einem Wrack aus. Bitte lass mich was Gutes finden, was ich vielleicht sogar noch verkaufen kann. Ja, natürlich erkunden. Ein blinkendes Gerät. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, das heißt auf jeden Fall, wir können hier bohren. Ohne gleich beleidigt zu werden. Ist die Gravitation so gering? Ey, das ist wie so ein Heliumballon beim am windigen Tag. So. Ah, diese Knalldinger, die geben immer ein bisschen Schaden. Was ich halt auch schade im Spiel finde, dass die Crew nicht in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also, die haben ja alle gefühlt keinen Unterschied, ne? Also ob du jetzt den mitnimmst, also irgendwie, die haben, okay, wir müssen weiterfliegen. Die haben halt, die haben zwar unterschiedliche Gegenstände, die mitnehmen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die, der eine besser fliegt, der andere nicht. Also, das ist meines Erachtens, das ist Einbildung. Vor allem, ob ich jetzt hier den Biologen, den Ash nehme als Piloten oder den, wen auch immer. So. Ich fliege jetzt oben zu der Station und hoffe,
dass ich dort auftanken kann, beziehungsweise durch die Materialien, die ich jetzt gesammelt habe. Na, ja, das blinkende Ding, das gucken wir uns erst nochmal an. Quartiere. Labor. Blinkend. Landemodul reparieren. Aha. Das können wir immer noch machen. Weil wer weiß, was wir für das Ding kriegen, ne? Landemodul reparieren gibt mir wahrscheinlich so ein bisschen Stuff. Treibstoffwarnung, ja, das müssen wir ändern. Was haben wir denn eigentlich noch? Ne, wir haben nur noch, um Leute zu reparieren. Den Kern haben wir noch, aber der bringt uns gar nichts. Den können wir auch nicht verkaufen. Die Tasche, wir können auch den Kristallschädel. Können wir noch verschicken. Das werden wir auch machen. Ich hoffe nur, dass es jetzt keine Station ist von so Robotern oder so ein Kram, wo wir überhaupt nichts machen können. Also wo wir überhaupt nicht verkaufen können. Weil ich glaube nicht, dass die uns hier für, was haben wir noch, 20, 30 Credits durch ihr Tor lassen. So, langsam aber sicher, ab in die Station. Oh, ich dachte, da fliege ich drüber weg. Na super. Brennt die Hütte hier voll. Sorry. Oh. Die wollen doch gar nicht, dass ich lande, oder? Hallo, guten Tag. Ah, jetzt. Jetzt kann ich... Jetzt sagt sie, schüttelt Ast und so weiter. Bitte lass mich jetzt hier rein. Oh, ich brauch... Bitte lass mich doch... Oh Gott. Hallo, guten Tag. Oh, Services, bitte. Reparaturen, jawohl. So, erstmal Händler. 8. Das ist Antrieb. Da hätte ich 4. Level 28. 9, okay. 10 wären 30. So, wir machen das mal anders. Löschen. Was gibt ihr mir für dieses komische blinkende Gerät? Der Gerät? Ich will 150. Der Pflanze rollt sichtbar Verwirrung auf. Wollen die nicht. Ich wollte den Kristallschädel. Für 200. Okay, es wollte nicht. Für, was habt ihr gesehen? 10. Dann will ich 50 für. 60. 36. 46. 37. Okay, handeln. So, was haben wir denn Reparaturen? Ich brauche mindestens 100. Ich meine, hiermit könnte ich mir ein bisschen Sprit, ne? Was wollen die denn für den Sprit? Warte mal. Auf 50. Will sie nicht. Die wollen das Zeug nicht. Wenn ich eine Pflanze handel. Gott. Ich denke, die Sklaverei oder sowas und dann 200? 190? Okay. Also das heißt wohl, lass mir die Ruhe. Hiermit könnte ich meinen Sprit auffüllen. Warte mal, was kostet denn das Tor? 175!
Ach du Schande, das ist ja sehr Wucher. Da kann ich ja nicht reparieren, ich krieg doch keine 275. Was denn auffüllen? Schiffstreibstoff. Ja, bevor wir ersticken, ist das, glaube ich, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Hm. Zeigen, Schlüsselstein. Okay, ich habe keine. Ja, habe ich verstanden. Preisen. Ihr seid die Wine Collection. Unmut. Oh, ich habe beleidigt. Ich wollte preisen. Vertrauen verloren, Gespräch beendet. Gut, wir konnten einmal auftanken. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann brauchen wir das eigentlich nicht. Wir könnten jetzt über das Labor, könnten wir mit diesem Ding den Länder reparieren. Voll repariert. Das war dumm. Das hätte ich mir sparen können. Gut, pass auf. 175 habe ich nicht. Wenn er zu 10 irgendwelche Ressourcen sammelt, dann müsste ich ja 17 Mal hier irgendwelche schicken. Naja. Gut. Oder auch nicht gut. Das ist die Frage. Wir gucken nochmal bei dem roten Planeten. Da ist auch noch irgendwas Rotes. Ich bin begeistert. Mal gucken, ob wir dann Ressourcen kriegen. Machen wir in der nächsten Folge. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bin weiter am Verzweifeln in The Long Journey Home. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.